Hey Leute, was geht? Allotrix ist wieder hier und jetzt nehmt euren Schwanz in die Hand, denn dann ist alles okay. Nein, natürlich nicht beim Allotrix hier, sondern beim Christian, das bin ich, und auch nicht bei MW3, Black Ops 2 oder whatever der auch spielt, keine Ahnung, verfolgt ihr nicht den Typen, mag den auch ehrlich gesagt nicht, sondern bei Crossfire, yay, das kostenlose Shooterspiel meines Vertrauens. Was spielen wir denn heute? Oh, leck mich doch alle. 213. Nee. Before all 10 Games. Nee, da wird man immer sofort gekickt. Wir spielen The Mind, würde ich sagen. Wie viele Games? Sind das Games oder Kids? Dann. Nehmen wir einfach mal so. Ich habe mal ein paar Waffen eingepackt schon vorher. So ein paar Waffen, die ich für Tage habe, die ich dann nicht reparieren brauche. Ich habe mein Level Up übrigens gemacht, als ich als dieses 400% mehr Dings der Bumster war. Ich hoffe, ihr habt auch alles schön brav gezockt, weil da hat man für eine gute Runde schon 1100 EP gekriegt. So, was gibt's denn hier Schönes? Aha. Oh, wenn er stirbt, wusste ich's doch. Base. YouTube. Jo, geht auch auf meinen Kanal. Keine Ahnung, ob das ein Kanal ist, aber naja. Toll, und dann lief er. Sein Kanal ist scheiße. Meiner ist viel cooler. Ja, okay, das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, ob seiner scheiße ist oder meiner. Gut, ich hab doch gesagt, Base. Nicht in unserer, in seiner Base. Er sieht doch das Kreuz, wo der Gegner steht. Also ich sehe jetzt alle Kreuze, weil ich neu bin. Aber der Typ musste das... Die Kreuze verschwinden ja nach einer Zeit. Aber er hatte recht. Auffälliger geht's doch gar nicht. Der ist gekickt, der Typ. Der ist gekickt. Geht doch. Dankeschön. Ich darf auch mal spielen gleich. So, was nehmen wir? AWM. Camo, Minimi oder M12. Ne, M12 nehme ich nicht. M12 hatte ich so aus Spaß dabei eigentlich. Ne, ich hatte die, aber doch klar aus Spaß. Ich habe eigentlich alle Waffen aus Spaß dabei. Aber ich musste mein Badge bald dingsen. Mein Spray Badge. Das war ich nicht bald fertig. Hey Leute, was geht? Also, aua! Ah, von zwei Seiten jetzt hier auch noch, oder was? Was geht denn bei euch? Läuft denn bei euch falsch? Alles soll. Wären wir jetzt hier umzingelt, oder was? Ich glaube, ich reiß heute nichts mehr. Oh Gott. Oh Gott. Ah, 52 nur. Der hat gerade eine M14 gehabt. M14. Gut, dann nehmen wir mal die Mini-Mi-Action. Action natürlich. Kamera. Action. Hier ist. Perfekt, danke. Ja. Aua, vielleicht habe ich gar keinen HP mehr. Oh. Ja Leute, fängt ja gut an. Leider habe ich keine 130 zu 1 KD. Ja, schlau, schlau, schlau. Ich trinke mal einen Schluck hier. Gute Geschichte, die ich heute erzählen muss. Mir ist eigentlich egal, wie ich spiele, aber ich habe eine geile Geschichte. Heute Morgen habe ich auch schon den Kämpfen gegen Zombies Let's Play gesagt, aber das guckt sich ja sowieso keiner an. ich war heute beim Gericht. Nein, ich habe keine Scheiße gebaut, sondern ich war als Zeuge. Da, ich kann mal kurz erklären, Anfang 2011 war das, das war noch Zeit. Nein, natürlich nicht. Doch, eigentlich schon, aber war ich dann da.
Mein Kollege hat gefragt, ob ich ein Smartphone möchte. Ich hatte ein Kack-Handy, das ist auch schon 2 Jahre her, keine Ahnung. Ja, klar, habe ihm dafür meine PlayStation gegeben, weil ich die nicht mehr brauchte. Ich hatte meinen Rechner und ich hatte noch eine Wii. Meine PlayStation 2, die brauchte ich nicht mehr. Haben wir gerne getauscht. Ja, und jetzt vor einem halben Jahr habe ich da so SMS gefunden. Von irgend so einem Typen, keine Ahnung, weil er hatte davon eine Ahnung Verkauf. Von irgend so einem Typen habe ich dann da SMS drauf gefunden. Habe ich so gefragt, hey, wo kommt die denn her? Habe den Typen erstmal angeschrieben, habe mir so gedacht, ja, hallo, hier. Wer bist du? Warum kommt deine SMS auf mein Handy? Ja. Oh, Multikill. Ja, hat mich da so gefragt, ja. Hab den angeschrieben, ja, er so, ja, hey, das Handy wurde mir geklaut, also von meiner Freundin wurde es geklaut. Ja, hab erstmal gefragt, wie alt er ist, er ist so 40, ja, super. Habe ich erstmal nicht geglaubt. 2, 3 Wochen später, gehe ich dran, an mein Handy. Habe ich gedacht, das wäre mein Handy, aber war es ja nicht. War die Polizei dran. Ja, habe ich auch erstmal gewundert. Ja, sie so, ah, hallo hier, Handy dürfen Sie jetzt kriegen, wir werden. Also erst den Namen gefragt und so natürlich gesagt, ne, kannst du nicht einfach auflegen. Ja, dann war ich ja sozusagen am Arsch, ja. War dann so da, hab dann so, musste, also, die haben gesagt, ja, darfst dein Handy nicht weiter vertauschen oder verkaufen oder bla bla bla. Ja, war dann da halt da, hab meine Aussage gemacht, hab das Handy abgegeben, so, gut. Handy weg, alles klar. Dann habe ich mir gedacht, ja. So, dann auf einmal kriege ich am 26.11., der Brief liegt gerade noch vor mir, 26.11. kriege ich einen Brief vom Gericht. Hab mir gedacht, was ist denn jetzt los? Ich hab doch gar nichts gebaut. Ich hab gar keine Scheiße gebaut, ne? Hab ich gedacht. Ja. Ich laufe jetzt hier gerade ein bisschen rum, weil ich gucken will, wo Leute kommen. Mit direkt mal die AWM. Hab dann so gedacht, ja. Muss dann dahin. Ja, keine Ahnung. Und dann, heute war ich da. War da. Warte kurz. Kurz konzentrieren. War dann da. War dann vorne vor dem Gerichtssaal. Kam dann der Typ, ja, er so zu mir, ja, bist du der Typ, den, bist du der Typ, mit dem ich geschrieben habe? Also nicht Typ, bist du der, ob der halt ich bin oder ich so, ja, da bin ich und so, ne? Ja, also ja, danke, dass du geschrieben hast, sonst wäre der Täter niemals gefasst geworden und so, bla bla bla. Ja, dann waren wir im Gericht. Natürlich kam der Angeklagte nicht. Keine Ahnung, dann wurde das, der Prozess halt und das, wie heißt jetzt, das Urteil so gesprochen, obwohl er nicht da war. Ich glaube, das geht irgendwie, keine Ahnung. Obwohl der Typ nicht da war. Ach scheiße. Ja, waren dann da, haben noch eine Viertelstunde gewartet. Der Typ dann, der war früher in der Bar mit seiner Freundin und einer anderen. Und da hat er wohl den geklaut. Also das dann wurde wohl das geklaut. Das Handy. Ah, noch einer, wie viele denn noch? Auch schon wieder der Multikill, leck mich doch am Arsch. Ich glaube, ich muss öfter diese Gespräche führen. Ja, wurde die halt in der Bar geklaut, bla bla bla, und der hat das wohl an den An- und Verkäufer gekauft. Dann hat mein Kollege das von dem An- und Verkäufer gekauft und hat dann mir das Handy gegeben. Ja, und so war das dann wohl. Da kam der Typ nicht. Der hat dann 90 Tagessätze je 10 Euro. Da hat der Typ mir schon gesagt, nee, das kann er nicht bezahlen, das weiß er, weil das ja sein Kollege ist. Ja, und der wanderte jetzt paar Tage in den Knast. Alter, wie viele laufen da vorbei? Geht doch. Wollte mindestens einen kriegen. Ja, und Alter, wie die jetzt alle da verrecken. Ja, da kommt er irgendwie in den Knast. Finde ich eigentlich ganz cool. Okay, weil er es verdient hat, er hat es irgendwie geklaut und bla bla bla. Okay, ist auf B-Side. Rankan, Rankan, na, Kacke. Ja, und dieser Typ auf einmal, dieser Rechts, die Staatsanwalt hat dann gesagt, ja, machen wir 90 Tage, nee,
Nee, 30 Tage pro 90 Euro war das. Für 30 Tage kommt er dann noch. Also ja, machen wir 70, ne? Und da das so geil, der Richter dann so, ja, ist 70 nicht ein bisschen wenig? Und der Typ dann, der Statter war, ja, okay, machen wir 90 draus. Es ist so geil, dass die dann einfach über so ein Mengen Geld dann einfach, ja, okay, machen wir 90 drauf sagen. Oh. Und dieser Typ, der 40-Jährige, mit dem ich gesprochen habe, ich habe gedacht, der sah aus wie ein Fischverkäufer. Kann ich sagen, der sah jetzt nicht so mit Anzug oder so aus. Der war, hast du, der, da denkst du, der arbeitet auf dem Markt oder als Metzger oder bla bla bla. Und dann fragt der Typ, was für ein Beruf der Typ hat. Dann sagt der, Pilot. Und der Richter so erstmal so, ja, was für ein Pilot, ne? Und er so, ja, bei der Lufthansa, so eine Art, er, bla bla bla, so eine fette Maschine halt, ne? Ja, da hast du niemals gedacht, dass der Pilot ist, der Typ. So, der ist tot. Oh fuck. Ja. Da hast du nie gedacht, dass der Typ Pilot ist. Habe ich mir auch erst gewundert. Und ja, dann, nachdem die Dingsbums zu Ende war, ja, haben wir dann so ein Schuldschein gekriegt, keine Ahnung, oder so, keine Ahnung. Dann konnte man da, weiß nicht, wie das heißt, dann konnte man halt zur Kasse gehen und Geld verlangen oder so halt. Ich als Schüler habe 8 Euro mit Parkkosten gekriegt. Ja, habe 8 Euro gekriegt. Aber jetzt habe ich mich gefragt, ich weiß ja nicht, wie viel.